Oh boy. Ah, natürlich auch mit dem ersten Schuss erwischt, ne? Darf nicht wahr sein, ey. Sandy, reiß dich zusammen, Mann. What? Sofort tot? Okay, ich muss handeln. Sonst wird Sandy gleich abgeknallt. Können wir die Elefanten von hier schon freigeben? Geh du mal ein bisschen in Deckung, das ist sehr wichtig. So, und Sandy, ne? Okay, in Deckung bitte. Das ist saugefährlich, ne? Wenn die dich treffen. Und Thunderbolt ist auch leider echt schon alt. Oh mein Gott. Ja, die Elefanten. Einer muss halt leiden, ne? Einer muss halt. So, Sandy, vielleicht kannst du nochmal im Hintergrund drauf gehen. Oh, geht in den Nahkampf über Elefanten. Ihr müsst die Türme. Sehr gut, die Türme müssen weg. Ja, ich glaube, das war's. Nein, noch ein Schuss ist durchgegangen. Wir erinnern uns an das letzte Mal, als ich Leute, Nahkämpfer, gegen Türme geschickt habe, ne? Deswegen, ja, genau das ist passiert. Okay, die Elefanten haben möglicherweise ein bisschen gelitten, ne? Möglicherweise auch ein bisschen sehr. Upsi. Shit. 11 Stunden. 7 Stunden? Ach, du Heilige. Ja, ja, nicht so gut. Okay, du kannst dich auf jeden Fall schon mal verärzten gehen, oder? Ne, wir schicken dich auch mal hier hoch. Und Setra natürlich auch. Und Sandy, bist du auch ein bisschen Arzt? Ne, bist du nicht. Aber wahrscheinlich besser als nichts, ne? Komm mal hier rüber, Elefanten. Dann müssen wir mal durchgehen, welcher am schlimmsten verletzt wurde. Andrew ist bei 23, Black, ja, da muss ich gar nicht weiter gucken, ne? Du bist auf jeden Fall der am schlimmsten Verletzte. So. Dann haben wir noch Andy, den es mal wieder voll erwischt hat. 23 Stunden, 11 Stunden. 11 Stunden ist auch ziemlich übel. So, dann haben wir noch Bluefire und Mallow mit 12 Stunden. Ich bräuchte noch einen Arzt hier oben. Jasmin, wo bist du? Nein, Steinblöcke, ich brauche hier oben. Ist da noch alles dran? Explosionsnarbe. Ach du Heilige. Schön am Auge erwischt. Ja, wir versuchen natürlich jetzt so viele Elefanten wie möglich noch durchzubekommen. Aber ich denke, wenn das einigermaßen läuft, hier dürfte eigentlich keiner sterben. Hauptsache die Blutung ist gestillt. Den Rest machen die Elefanten normalerweise von alleine. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Go, probier mit der Lanze. Ja, ja, das hat natürlich auch eigentlich funktioniert, aber das Ding wurde halt sofort dahin gerafft, ne? Die Pikiniere sind leider auch nur aus Pappe und dementsprechend, wenn da so ein, ne, wenn da so ein Schnitter draufballert, beziehungsweise kein Schnitter, sondern ein Lancer, dann sind die halt natürlich auch sofort Schrott. Mein Schicksal in Rimworld. Hier stirbt niemand. Nee. So, oder warst du ein Mechanoide? Dann musste ich den natürlich killen. Ah ja, warst du. Kann ich nichts für. So. 5 Zustände. Da kommt Sandy angewatschelt mit dem Rest der Elefantenbande. 5 Zustände, 22 Stunden. Du machst mal hier weiter, bitte. Vorratskapseln. Natürlich auch die falsche Karte. Oh, ein bisschen Wollstoff. Okay, interessant. Alles knallrot hier. Die armen Elefanten. Die armen Elefanten. Der linke Stoßzahn ist gebrochen. Ui, ob wir das noch geklebt bekommen, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. 3 Folgen dann wieder ein Anime durch. So, Sedra, wunderbar, weitermachen. Wer ist denn hier als nächstes dran? Ich glaube, sonst ist keiner mehr wirklich schwer verletzt. Der Rest ist halt nur noch angeschlagen. Wir machen mal mit dir weiter, mit der schwarzen Katze.
Wilder Mann betritt das Gebiet. Auf was für einer Karte? Unserer Karte. Der Steven ist also Teil, möchte gerne Teil unserer Kolonie werden. Da ist auch unser Schütze, ne? 73 Jahre. Kann kochen. Nachteule und Jogger. Ja. Milizagent. Weiß ich nicht, ne? Also der kann zumindest kämpfen. Ob der jetzt so gut ist, keine Ahnung. Geistige Arbeit, sozial. Eigentlich brauche ich nicht wirklich, ne? Aber naja, meinetwegen. Wir gucken mal, der bleibt ja noch eine Weile hier. Zufall, ich danke dir für dein Follow. Dankeschön. So, da musst du mal durchfegen. Ne, wir lassen das einfach so stehen. Das wird irgendwann natürlich regnen und dann ist das auch wieder sauber hier. So. Andrew ist inzwischen auch versorgt, hoffe ich. Sieht so aus. Andy ist leider auch immer noch angeschlagen. Oh, und zwar ganz schön heftig. Es wäre leichter, wenn die Elefanten nicht alle durcheinander laufen würden. So, Thunderbolt ist auch fertig. Du musst sowieso auch noch versorgt werden. Bist du... Ist nur eine Prellung. Da hat die Rüstung wieder ganze Arbeit geleistet. So, Andy ist noch dran, bitte. Der ist versorgt, der ist versorgt. Ah, der müsste noch versorgt werden. Na, nein, nein, komm schon. Ernsthaft? So. So, Sandy ist auch durch. Du kannst jetzt dich schon mal schlafen legen oder so. Oder auch versorgen lassen. Du hast ja auch mehrere Verbrennungen bekommen. Einmal speichern. Ich glaube, damit müssten wir durch sein, ne? Sieht gut aus. Du bist versorgt. Du bist versorgt. Der ist noch nicht ganz versorgt. Der wird aber gerade versorgt. Richtig. Ich glaube, dich brauche ich auch nicht mehr, Jasmin. Danke dir. So, kommt schon einer noch. Okay, dann gehen wir nochmal kurz durch. Sieht gut aus, ja. Ne, kein Elefant gestorben. Wieder mal ein paar angekratzt worden und ein bisschen geröstet worden. Aber ansonsten im Großen und Ganzen ganz gut. Im Großen und Ganzen ganz gut. Ein Cluster weniger. Das heißt, wir können natürlich auch diese Dinger dann hier, ne, konsumieren und in Waffen umwandeln. Und ich darf natürlich dann auch hier oben die Zone wieder freigeben. War jetzt natürlich mal wieder relativ unschicklich gelöst, ne? Schön mit dem Kopf durch die Wand, ohne Taktik, ohne alles. Man hätte jetzt durchaus zumindest ein paar Rauchgranatenwerfer bauen können oder so. Aber mein Gott, was soll's. Es waren halt drei Geschütztürme und drei Mechaniden, ne? Wir haben so eine krasse Elefantenarmee, das ist, glaube ich, relativ egal. Wenn da mal der ein oder andere Elefant ein bisschen Kratzer mitnimmt, ist nicht schön, aber dafür sind sie halt eigentlich da. Dafür trainieren wir sie auch. Na, kommt auch direkt schon wieder der Nachwuchs hier. Drei Elefantenkälber, die werden natürlich auch direkt austrainiert. Die werden natürlich auch direkt austrainiert. Falscher Glauben hat der Besucher, das ist nicht schlimm. Den werden wir einsperren und dann einfach überzeugen. Wir haben ja sogar noch ein Bett frei. Das ist bei uns kein wirkliches Hindernis. Aber der nächste ist dann jetzt auch gleich schon durch. Na, 10% Glaube. Night Shadow haben wir hier mit 29%. Bobby D hat leider schon wieder Langeweile. Den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Wahrscheinlich sogar hauptsächlich, ne? Dann lassen wir einfach den Setra hier. Und dann gehe ich zusammen mit Thunderbolt, ne, mit Painwalker, Thunderbolt und mit ihm darüber. Nehmen wir dem ein paar Elefanten mit und dann kann der einen ganzen Tag forschen auf der Karte hier. Ne, weiß ich nicht. Und der Rest, der Thunderbolt kann dann meinetwegen, weiß ich nicht, ein bisschen Krempel einsammeln, der hier so rumliegt, zum Beispiel den Wollstoff. Keine Ahnung. Der kann auch schon mal ein paar Sachen zusammentragen, die dann hier der Painwalker abbaut, also sprich vor allem die ganzen Bauteile. Das Gold, was ich hier unten noch gesehen habe, Jade, ist gar kein Gold. Wie gesagt, wir können sogar nochmal das AD hier aufmachen, wenn wir wollen. Wir haben natürlich auf unserer Karte auch noch zwei ADs. Mal schauen, mal schauen. So, ich hole mir nicht das neue Pathfinder. Ich habe noch Rimworld und ich hole mir nicht das neue Pathfinder. Arg, ich muss widerstehen. Was ist denn Pathfinder? Sagt mir gar nichts. Aber mir geht's auch so, ja. Unabhängig davon, was Pathfinder ist, ich brauch's auch nicht unbedingt. Gerade.
Bobby D, magst du nicht in der Zwischenzeit ein paar Steine kloppen oder so? Das ist ja nicht exklusiv für jemanden reserviert, ne? Falls du Langeweile hast. Ich frag mal ganz unschuldig, dann kannst du natürlich auch einfach ein paar Steine bearbeiten. Das gilt übrigens für euch alle. Sowas wie Langeweile dürfte es hier eigentlich gar nicht geben. Jetzt natürlich die große Frage, das ist unter Handwerk, ne? Bobby, wo bist du? Webe Wolle. Gesteinsblöcke schlagen, das ist es hier, ne? Jo. Das heißt, du darfst hier mal ran. Und zwar auf, ich weiß gar nicht. Können wir sogar auf 9 sagen, wenn er wirklich Langeweile hat. Jetzt will ich was sehen von dir. Ja, okay, so nicht, ne? Ach, Sandy, Mann. So nicht, bitte. Man halt meinetwegen so. Grüß dich, Bobby. Ne? Gerade von dir gesprochen. Hast gerade Langeweile, das müssen wir ändern. Langeweile gibt's hier nicht. Sowas wie Urlaub oder so. Sowas gibt's hier nicht. Deswegen musst du jetzt Steine kloppen. So ähnlich wie Divinity Original. Das sagt mir was, ja. Oder Baldur's Gate. Das sagt mir wirklich was, ja. Ich glaube, das habe ich sogar. Das habe ich aber auch irgendwie nur 10 Minuten gespielt. Das war irgendwann mal bei Dingsbums 2 Epic umsonst mit drin. Dann habe ich da mal reingeschaut und habe gesehen, dass ich dafür sehr, 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 sehr viel Text lesen muss. Und das hat mir grundsätzlich natürlich gefallen, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, ne, wenn das Intro schon quasi aus 90% Textlesen besteht, was wie gesagt für mich persönlich nicht schlimm ist, auch nicht da, dass das auf Englisch war, ich habe halt einfach nicht die Zeit für so ein Spiel, ne? Ich denke mit Schrecken an zum Beispiel New World, als da die Beta-Woche war, als ich dann quasi zumindest ein bisschen auch privat gezockt habe. Da denke ich mit Schrecken dran, was da für eine Zeit schon wieder vernichtet wurde. Deswegen, ich habe tatsächlich neben dem Stream gar keine Zeit mehr. Und im Stream ist, glaube ich, sowas wie Divinity auch nicht der beste Content. Auch wenn wir natürlich hier mit RimWorld eine Community haben, die extrem leidenserprobt ist, auch was die Geduld angeht. Aber ich glaube, alles hat Grenzen. Deswegen vielleicht irgendwann mal oder so. Aber ich glaube es tatsächlich nicht, dass ich das irgendwann mal wirklich zocken werde. Wenn das bestimmt ein schönes Spiel ist. Ich hoffe, ich verwechsel das gerade nicht. So, New World, der Grafikkartenkiller von Amazon, ja. New World hat tatsächlich relativ viel Spaß gemacht, am Anfang zumindest. Also es war ja nur eine Woche letzten Endes. Ich habe auch, glaube ich, nur die Hälfte davon wirklich gespielt. New World hatte halt den großen Malus oder beziehungsweise den großen Nachteil in meinen Augen, dass die Quests immer gleich waren. Also das war halt schon sehr grindy. Aber das Skillsystem war relativ rund, das Handwerkssystem war, also das Crafting-System war auch sehr rund. Ich hoffe, dass wenn die das jetzt wirklich zum Full-Release rausbringen, dass da einfach noch ein bisschen was an den Quests geschraubt wurde. Und ansonsten, das Thema hat mir sehr gut gefallen. Nur dieses karibische, wie soll man denn sagen? Auch das Zeitfenster, ne? Mit den Musketen und Bögen. Und vor allen Dingen auch, ne, mit dem Zaubern. Also ich finde das Spiel war durchaus rund. Aber es hat halt langfristig gesehen, die Dungeons waren auch gut, aber die Quests halt, ne? Ist halt die Frage, wie viel Wert man auf sowas legt. Weil letzten Endes, du levelst halt einmal deinen Charakter und dann ist er halt Full Level und oder, ne? Beziehungsweise irgendwann full und dann machst du ja sowieso nur noch Dungeons und sowas oder. Keine Ahnung, aber es ist schon teilweise sehr stumpf gewesen. Ich hoffe, dass sie da was getan haben. Ja, dann wollen wir dich, glaube ich, auch direkt langsamer lernen. Ich will dich zur Pflanzentante machen, ne? Das geht leider bei Sklaven nicht, deswegen müssen wir die auch rekrutieren. Kann keine Sklaven zu Titelträgern machen, logischerweise. So. Skyrim Art. Wie meinst du jetzt? New World oder was? Kann ich nicht wirklich sagen, nee. Also ich kann das am ehesten vergleichen. Vielleicht kennt ihr euch da aus. Die inoffiziellen Nachfolger von Gothic. Wie heißt das nochmal? Risen, ne? Ja. Risen 2 und 3, das hat ja auch so einen Piratenstil gehabt. Ich habe das halt sehr auf dieses Piratenschema, also mich hat das sehr stark daran erinnert. Das hat wahrscheinlich aber eher so ein bisschen was mit der Kolonialzeit zu tun. Ne, so 18., 17., 18. Jahrhundert in Europa kann man, glaube ich, am besten beschreiben.
Aber ja, also ich finde, wie gesagt, das Thema, beziehungsweise, das hat ganz gut gepasst. Hat authentisch gewirkt, auch mit den Untoten da. Das sind natürlich, die Gegnertypen haben sich natürlich auch stark wiederholt. Genau, Hadi-chan hat es ja auch schon geschrieben. Hat für mich auch Risen-Feeling gehabt. Kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob das Risen 2 und 3 gut war. Ne? Risen 1 war natürlich ganz anders. Und dann haben sie mit Risen 2 und dann vor allen Dingen auch mit 3 sehr, sehr stark die Piratenschiene eingeschlagen. Ich persönlich fand es gut, weil es mal was ganz anderes war. Ich habe natürlich auch alle anderen Gothic-Teile davor gespielt. Und dann hast du natürlich so ein bisschen von diesem... Ja, ich will jetzt nicht sagen... Das wiederholt sich halt schon sehr stark. Also Risen 1 war jetzt auch nicht so groß anders als zum Beispiel Gothic... Keine Ahnung. Es war eine Mischung aus Gothic 1 und 2. Würde ich sagen. Und es hatte auch so eine Art Tal, wo du dann verschiedenen Fraktionen dich anschließen konntest. Es war schon sehr ähnlich. Das ist ja sowieso auch so das kleine Amal-1 der Gothic-Teile. Das war jetzt natürlich dann im zweiten und dritten Teil auch nicht anders. Aber durch das Piratenthema wurde das halt eine ganze Ecke aufgelockert. Dass du auch auf verschiedene Inseln konntest. Dass du mit deinem Bötchen da rumgefahren bist. Das fand ich alles ganz, ganz nett eigentlich. Aber das spanische Conquistadore-Theme, ja, wurde aus New World gestrichen. Der Artstyle ist übrigens geblieben. Wieso wurde das Theme gestrichen? Seit der Beta oder was? Haben sie das jetzt erst gestrichen? Das glaube ich nicht. Also ja, es ist kein, also ne, die gehen ja nicht jetzt irgendwie einen anderen Kontinent kolonisieren. Aber so die... Der Style halt, ne? Auch von Rüstung oder von Waffen, von Helmen. Das finde ich schon, das passt schon so ein bisschen in die Zeit rein. Tatsächlich so dieses Spanische, ja. Ich würde es schon, also ne, ich habe die Beta eigentlich schon recht weit gespielt. Ich denke schon, dass man das vergleichen kann. Es sei denn, die haben jetzt so viel verändert noch. Keine Ahnung, also ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich habe die Vorbestellung halt wieder zurückgenommen. Ich warte jetzt erstmal ab, was sie halt daraus gemacht haben. Wenn das bei den Quests bleibt, dann ist das kein Spiel für mich. Und ich bin sowieso eigentlich nicht sicher. Eigentlich ist das sowieso kein Spiel für mich, weil das ein MMO ist. Ich habe keine Zeit für MMOs. Beziehungsweise, wenn, dann würde ich das halt im Stream spielen. Und ich glaube, dafür ist es kein guter Content. MMOs im Stream zu spielen, ist so eine Sache. Ne? Das hat bei Guild Wars 2 ganz gut funktioniert. Weil da halt auch eine große Community dabei ist. Und dann dementsprechend, oder sagen wir mal, eine immer noch sehr treue Community dabei ist. Und dementsprechend natürlich auch sehr viele Leute sich dann für den Stream interessiert haben. Die dann aber auch erst über das Stream dazugekommen sind. Aber ansonsten halte ich das Genre MMO für kein so gutes, um das zu streamen. Jetzt werden sofort alle schreien, aber es gibt doch WoW, Chris. Ich weiß, ne? WoW ist eine Ausnahme. Ich mag zwar kein WoW, aber mit WoW geht alles. Aber streamen. Schmatze ich dir wieder zu viel, Leonrill? Tut mir leid. Ling. Und die nächste Bekehrung ist auch durch. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. So. Nightshadow, du bist wahrscheinlich jetzt auch bekehrt. Jetzt ist die Frage, was wir mit dir machen. Wir haben bisher noch keinen Sklaven. Du kriegst, also ich denke, wir werden ihr den Pflanzentitel geben und wir werden ihm, Entschuldigung, das ist auch eine sie, seid ihr beides Damen, jawohl. Wir werden wahrscheinlich ihr dann den Tiertitel geben. Ja, das heißt dementsprechend selbe Prinzip. Auch die kann ich natürlich, der kann ich keinen Titel geben, wenn sie versklavt ist. Ne, euer Glück. So, grüß dich, Rich. Guten Abend. Hört immer gerne zu, aber du meintest, du musst morgen fit sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, das ist richtig. Das sind gerade alle am Schlafen. Ich würde sagen, wenn die durch sind, dann ziehen wir mal los auf die andere Karte. Es ist endlich soweit. Der halbe Frühling ist schon wieder rum. Wir haben ja auch hier noch genug zu tun. Wir können mal ein paar Bäume fällen gehen vielleicht. Damit wir noch ein bisschen Holz reinbekommen. Denn wenn wir den ganzen Holzboden jetzt gleich noch verlegen wollen, haben wir viel zu tun. Ansonsten können die natürlich hier Steine kloppen. Die können Sachen anbauen. Die können auch meinetwegen mal die Scanner ausbauen. Das würde mir auch sehr große Freude bereiten. Denn ich würde ganz gerne noch ein bisschen Stahl hier finden auf der Karte. Genauso wie natürlich auch Splashstahl. Das wäre auch recht wichtig. So, grüß dich. Grüß dich, Witch. Guten Abend. Das ist die letzte Map. Jawohl, das ist die letzte. Ein menschenjagendes Rudel. Eine Ratte. Eine einzige. Ne, zwei.
OMG, was machen wir nur, Freunde? Ich weiß es nicht. Zum Glück ist das die falsche Karte. Eine Maispflanze ist verrottet. Wie kann denn das bitte sein? Ach so, hier wird schon angebaut. Haben wir denn noch ein bisschen Strom über? Nee, haben wir nicht. Deswegen müssen wir hier noch nicht anbauen, bitte. Stopp. Nightbot, du bist zu schnell. Wir haben noch keinen Strom dafür. Wie groß stellst du die Maps immer? Auf das Größte, was geht. Ich spiele die Maps auf der größten Einstellung. Das müsste 320 sein oder so. Oder 50. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es sind 325. Wird zumindest hier auf der Minimap so angezeigt. Ja, dürfte 325 sein. So, jetzt sind wir alle wach, dementsprechend wird das losgezogen. Ich habe ja gesagt, wir möchten ganz gerne Thunderbolt für die Elefanten. Dann möchte ich ganz gerne den Painworker noch haben fürs Steinekloppen. Und ich würde ganz gerne Bobby D mitnehmen zum Forschen. Wir könnten theoretisch gesehen sogar noch Cross mitnehmen. Dann können die sich abwechseln mit dem Forschen. Dann haben wir 4 Leute dabei, der hat sogar die EMP-Granaten. Die müsste ich dem vielleicht nochmal hier lassen, ne? Haben wir noch eine Schusswaffe für dich? Irgendetwas? Vielleicht kein Bogen? Wir wurden bisher noch von keinen einzigen Außenwäldern angegriffen. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ist aber so, ne? Ich habe noch keine Schusswaffe. Jetzt bräuchte ich halt einen Dingsbums, ne? Wir können den aber auch noch nachschicken. Jetzt bräuchte ich eine MP. Wir machen einfach mal 2 Stück. Das schadet ja nicht. Wir machen einfach mal 2 MPs. Ich könnte auch direkt schon Sturmgewehre machen, theoretisch. Sturmgewehre sind halt eine ganze Ecke teurer. Deswegen, also MPs sind eigentlich echt solide. Ne? Sturmgewehre, wenn man die bekommt gratis, dann ist das natürlich schön. Aber auf der anderen Seite würde ich euch empfehlen, macht MPs und geht dann sofort auf Impulsgewehre. In der Regel lohnt sich das nicht wirklich. Also ne, für die MPs, für die paar Bauteile, die da reingehen, es gehen 3 Bauteile rein. Ne, 4. Das lohnt sich eigentlich. Ne? Dafür kriegt er eine Menge Damage, eine Menge Reichweite. Und wie gesagt, die kann man auch relativ früh schon bauen. Deswegen Sturmgewehre müsst ihr länger für forschen, müsst ihr fast die doppelte Menge an Bauteilen reingeben. Die haben gar nicht mal so viel mehr Reichweite, soweit ich weiß, sogar, glaube ich, weniger, aber halt ein bisschen mehr Schaden. Deswegen, ich glaube, das lohnt sich gar nicht mal so sehr. Die Impulsgewehre sind natürlich sehr viel teurer, haben sehr viel weniger Reichweite. Dafür aber auch dann sehr viel mehr Rüstungsdurchdringung. Ja, das ist halt eigentlich die Waffe dann fürs Late Game. Deswegen überspringe ich meistens Sturmgewehre. So, den Namen noch ändern. Genau, den Namen können wir noch ändern. Dann gibt es hier einen neuen Namen. Cross wurde nämlich einfach so durch die Quest festgelegt. So, Kristallreiner, ne? Willkommen bei uns. Du kannst sozial, geistige Arbeit und bist ganz gut, was die Tierpflege angeht. Und schießwürdig bist du auch. Deswegen wirst du wahrscheinlich Granaten tragen, langfristig. Weil wir dann von dem Bonus, du kannst dann einfach schneller Granaten werfen. Wann steht denn Oxy wieder an? Am Sonntag gibt es wieder ein bisschen Oni. Beziehungsweise Oxy. Es gibt am Sonntag wieder ein bisschen Oni. Ich werde auch, wie gesagt, wir haben aktuell halt die Woche 3-mal RimWorld, also nach aktuellem Plan. Also nicht nur diese Woche, sondern natürlich auch schon die letzten Wochen. Wenn wir mit dem Run hier durch sind, werde ich nochmal ein bisschen durchmischen. Dann kann es sein, dass wir auch mal wieder eine Zeit lang, also dann wird dann sowieso ein bisschen anders laufen. Ne? Wir werden dann vielleicht auch ein paar Mal oder ein, zwei Wochen noch für die RimWorld-Ship trainieren. Das heißt, ich werde da einige Proberuns machen und die Proberuns dauern ja logischerweise immer nur maximal 11 Stunden. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich RimWorld auf 2-mal die Woche runter rechnen, also ne, unter quetschen und dann werde ich natürlich pro Woche einen Proberun machen, ne? Also quasi 11 Stunden die Woche RimWorld, das wäre glaube ich sinnvoll, dass wir dann vielleicht ein bisschen, oder was heißt sinnvoll, dann können wir vielleicht in der Zeit noch ein bisschen mehr Anno oder ein bisschen mehr Oni spielen, dann kommt ihr da vielleicht auch mal wieder auf eure Kosten. Ich weiß, es gab die letzten Wochen sehr wenig Oni. Nur damit ich weiß, wann ich deine Stimme mit Oxy in Verbindung bekomme. Du, alles easy mit RimWorld. Hast mich auch fast, dass ich es mir zulege. Nee, also wir haben schon, ne, wir haben teilweise sogar 4-mal die Woche RimWorld gehabt.
Ja, und vor allen Dingen, da wird ja auch in der nächsten Zeit durchaus noch ein bisschen was auf uns zukommen. Also allein schon der 12-Stunden-Stream dann natürlich am 3. Oktober. Ne, das wird ja auch komplett RimWorld sein, einen kompletten Samstag nur RimWorld oder Sonntag, Samstag. Insofern schadet das vielleicht nicht, wenn wir vielleicht mal 1 oder 2 Wochen davor ein bisschen einen Gang runterschrauben. Da bin ich selber auch nicht so komplett überzockt in RimWorld. Dann kann ich mit frischer Energie dann an den Samstag rangehen. So, ja, ne, dann ziehen wir jetzt auch mal los. Jetzt habe ich die ganze Zeit drüber gesprochen. Oder sprach noch irgendwas dagegen jetzt gerade? Nee, ne? Ich setze mal die Karawane auf. Ist dann natürlich eigentlich schon ein bisschen spät dafür. Wie warm ist es denn eigentlich hier drüben auf der Karte? Wir haben immer noch den Klimaregulator hier. 34 Grad, jeixen. Wir sollten das wahrscheinlich machen vor dem Sommer, ne? Denn ich kann mir vorstellen, die Karte wird im Sommer echt unerträglich heiß. Wenn wir jetzt schon bei 34 Grad sind. Aber naja, nützt ja nichts, ne? Notfalls gehe ich das hier wegbomben, das Ding. Ich würde mir das sowieso ganz gerne wegmachen, weil ich dann den Mörser bekomme. So, 0,8 Tage, mal schauen. Ach so, ich wollte eigentlich erst noch eine MP machen, aber ist egal. Wir schicken Kristallreiner dann später nach. Wir schicken ihn dann später nach. Du kannst dann als Verstärkung vielleicht nochmal mit Sandy nach hinterher laufen. So, ich möchte ganz gerne haben Painworker. Ich möchte ganz gerne haben Thunderbolt und den Bobby D, habe ich gesagt. Als Forscher. Ja, ne? Setra kann jetzt meinetwegen auch erstmal zu Hause bleiben. Der kann dann hier ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Dann würde ich vielleicht noch sagen, schicken wir ein paar Elefanten mit, die dann auch ein wenig kämpfen können. Das müssten eigentlich all diese hier sein. Wie wäre es denn? Einen schwangeren Elefanten ist halt so eine Sache, ne? Wir nehmen mal vielleicht die hier mit. 5 Stück. Die müssten eigentlich alle austrainiert sein. Also theoretisch gesehen müssten die alle austrainiert sein, bis auf die Elefantenkälber, ne? Würde ich sagen. Also, dass man die reiten kann, heißt in der Regel, dass sie halt erwachsen sind und alle erwachsenen Elefanten sind, soweit ich weiß, austrainiert. Dementsprechend lassen wir das mal so. Was ich jetzt ansonsten noch brauche, wäre ein wenig Droge. Ein bisschen Tee. Wir haben auch sehr wenig Tee, sehe ich gerade. Wir nehmen hier mal 30 Tee mit. Dann brauchen wir noch einiges zu essen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das mit dem Essen machen wollen, bin ich ganz ehrlich zu euch. Wir müssen da notfalls ein paar Kartoffeln essen. Ich könnte vielleicht nochmal einen Koch mitnehmen, ne? Thunderbolt kann auch kochen. Das heißt, wir werden uns da drüben ein bisschen Essen kochen. Ich nehme mir mal ein paar mehr Kartoffeln mit, tatsächlich. Wie wäre es denn mal mit 600, 700? Wir können ja notfalls noch Verstärkung darüber bringen. Einfache Mahlzeiten für den Anfang natürlich, ne? Wir haben jetzt 3 Leute, das wird wahrscheinlich verderben. Deswegen, also da drüben ist ja sowieso eine Affenhitze. Wir nehmen mal 9 einfache Mahlzeiten mit. Und ja, den Rest müssen wir dann halt da bauen, ne? Die Elefanten, die Leute. Let's go. So, ja, bestätigen. 1,4 Tage wird schon passen. So. Dann bin ich leider auf der JGA. Was ist denn JGA? Das mit dem Schießwütig und Granaten wusste ich noch gar nicht. Das habe ich auch eben erst rausgefunden. Das habe ich extra gefragt gehabt. Ich habe das vermutet. Aber tatsächlich war mir das nicht klar. Und dann habe ich nachgefragt, da hatte irgendjemand aus dem Chat das bestätigt. Das ist natürlich super praktisch, ne? Also selbst wenn du nicht gut schießen kannst. Schießwütig hat halt das Problem. Also eigentlich ist das ein guter Skill. Gerade insbesondere natürlich auch auf automatischen Waffen, weil du natürlich dann einfach, wenn du sehr oft schießt, dann hast du die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann triffst, ist halt von alleine gegeben. Aber der Streufaktor ist dann natürlich trotzdem recht hoch. Bei automatischen Waffen ist der ja theoretisch gesehen, die schießen ja auch teilweise hinter sich. Bei Granaten dagegen hast du ja immer nur ein 3x3-Feld und die Granaten landen gezwungenermaßen, es sei denn, die bleiben irgendwo hängen, die landen gezwungenermaßen in diesem 3x3-Feld. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht wirklich richtig daneben schießen mit den Granaten. Dafür wirst du aber dann halt doppelt so schnell, ne? Also eigentlich ist Schießwürdig in Verbindung mit Granaten richtig, richtig gut. Insbesondere natürlich, wenn der auch ein relativ schlechter Schütze ist ansonsten, weil dann, ne, ansonsten, weil dann kann der ja auch nicht vernünftig mit der Waffe umgehen. Dann ist das halt nicht ganz so sehr verschwendet mit den Granaten. Ein Junggesellenabschied. Verstehe. Ich würde euch mal ganz kurz in die Pause reinschicken. Ich müsste mal leider kurz aufs Klo. Aber dauert nur ganz kurz, ne? Das habe ich ungefähr 3-mal in einem Satz ganz kurz gesagt. So, ne? 1, 2 Minütchen, da bin ich wieder da. Weiß ich nicht. Können wir so lange ja schon mal überlegen, was wir dann als nächstes machen. Wobei, wir gehen jetzt als nächstes auf die Karte. Ich bin auf jeden Fall gleich wieder da.